Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob Edward Snowden den Friedensnobelpreis verdient hat oder ob er in Amerika in einer Gefängniszelle sitzen sollte wegen Landesverrat, kann ich nicht beantworten. Aber Edward Snowden hat uns eine Debatte gebracht, die ohne ihn, ohne seine Veröffentlichung im Sommer 2013 nicht da gewesen wäre, die wichtig ist für uns alle, das Thema Privatheit, das Thema, wie gehen wir mit unseren Daten um, aber auch zum Beispiel für die mittelständische Wirtschaft. Wie gehen Sie mit Ihren Daten, mit Ihren Erkenntnissen, mit Ihrem Know-how um? Von daher ist es gut, dass wir seit Sommer 2013 diese Diskussionen führen. Als dann im Sommer 2013 im Grunde die Neuigkeiten über die Ticker, über die Bildschirme liefen, gab es die intensivste Diskussion auch hier bei uns in Deutschland mit Anfragen im Deutschen Bundestag, mit einer hitzigen Debatte. Und es war nachvollziehbar und logisch, dass auch der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert hatte und zum Gegenstand hatte. Im März 2014, nach einer intensiven Debatte um die Reichweite des Einsetzungsbeschlusses für einen Untersuchungsausschuss, ist dann dieser Einsetzungsbeschluss gefasst worden. Und der Untersuchungsausschuss nahm kurze Zeit später seine Arbeit auf und am Anfang schon etwas strittig, nämlich mit dem ersten Beweisbeschluss Z1 über die Ladung des Zeugen Edward Snowden, was konsensual mit allen Fraktionen beschlossen worden ist. Danach ist aber weitestgehend über fast 3,5 Jahre intensiv, aber auch sehr konsensual zusammengearbeitet worden. Es ist unheimlich viel rausgekommen. Das sieht man am Abschlussbericht. Dieser Abschlussbericht hat 1.300 Seiten, die im Feststellungsteil konsensual beschlossen worden sind. Also ein großer Teil der Erkenntnisse sind gemeinsam herausgearbeitet worden, die meisten Beweisbeschlüsse gemeinsam gestellt worden. Also wirklich im Großen und Ganzen, auch wenn der Eindruck manchmal draußen anders erschien, eine gute Zusammenarbeit. Die Anzahl der durchgeführten Sitzungen belaufen sich insgesamt auf 153 Sitzungen, davon 62 Sitzungen mit Beweisaufnahmen durch Zeugenvernehmungen, 72 Beratungssitzungen. 89 Zeugen wurden vernommen. Und die Dauer der Zeugenvernehmung war insgesamt 581 Stunden und 21 Minuten. Und daran sieht, glaube ich, wie intensiv, wie hart dieser Untersuchungsausschuss gearbeitet hat. Sachverständigengutachten wurden eingeholt, Sachverständige wurden angehört, 37 Sachverständigengutachten, 32 Sachverständige wurden vernommen, insgesamt in 32 Stunden und 3 Minuten. Und die Anzahl der Akten, die dieser Untersuchungsausschuss zu bewältigen hatte, belaufen sich dann bis zum Schluss auf 2.401 Akte, dick gefüllt mit Informationen der Bundesregierung, der Nachrichtendienste, von Sachverständigengutachten etc. Über 561 dieser Akten eingestuft als VS, NFD und höher. Also eine intensive Arbeit. Als Abschlussbericht 1.822 Seiten, von denen man sagen muss, dieser Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses enthält das, was ausländische Nachrichtendienste bei uns spionieren, bei uns ausforschen und wie der Bundesnachrichtendienst und unsere Dienste damit zusammenarbeiten, die Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses. Und es ist gut, dass der Untersuchungsausschuss jetzt seinen Abschlussbericht vorlegt. Ergänzend zu diesen Seiten kommen noch dazu die Stellungnahmen zum rechtlichen Gehör der Zeugen und auch noch weitere Materialien, die dem Bericht angefügt werden. Also das ist schon eine Leistung, die dieser Untersuchungsausschuss vollbracht hat, in einem wirklich nicht leichten Umfeld. Dass es da zum Schluss noch die eine oder andere Diskussion gegeben hat, ist schade, weil viele der Erkenntnisse wirklich gemeinsam erarbeitet worden sind. Der Untersuchungsausschuss, das ist zumindest meine Bewertung, ist etwas von einem NSA-Untersuchungsausschuss zu einem BND-Untersuchungsausschuss geworden. Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass man Dokumente, dass man Akten von den Staaten der Five Eyes, wozu die USA eben mit dem Nachrichtendienst NSA gehören, aber auch Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien, schwerer zu bekommen sind. Da haben die amerikanischen Stellen und Behörden sich noch relativ kooperativ gezeigt. Von den Briten beispielsweise war es uns weitestgehend gar nicht möglich, an Dokumente heranzukommen. Ich bedauere das sehr.
weil ich mir gewünscht hätte, dass man in Europa gemeinsam Dinge diskutieren kann, wo wir einen europäischen Rechtsraum haben, eine Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung. Da hätte ich mir erhofft, dass man vielleicht auch bei Nachrichtendiensten einen gewissen gemeinsamen Konsens erreichen kann. Und deswegen wäre mir der Dialog gerade mit den Briten wichtig gewesen. Aber der hat weitestgehend leider nicht stattgefunden. Aber natürlich auch, weil dieser Untersuchungsausschuss technische, organisatorische Mängel, Versäumnisse, Fehler beim Bundesnachrichtendienst festgestellt hat. Das hat auch die Bundesregierung bestätigt. Das hat auch in Zeugenaussagen der damalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Herr Schindler, bestätigt, sodass man sagen muss, ein Hauptthema dieses Untersuchungsausschusses ist die ganze Thematik der Selektoren, der Suchbegriffe geworden. Und hier hat es Fehler gegeben beim Einsatz dieser Suchbegriffe. Nicht akzeptable Steuerung von Suchbegriffen. Und von daher, da sind Mängel aufgetreten, die so nicht haltbar waren. Es gab weitere Versäumnisse, fehlende Dateianordnung im Bundesnachrichtendienst, die mangelnde Kommunikation von der Ebene der Unterabteilung hin zum Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, die nicht stattgefunden hat, und eine Nichtinkenntnissetzung des Kanzleramtes. All diese Dinge müssen abgestellt werden. Es ist aber auch reagiert worden. Es ist auch reagiert worden aus den Erkenntnissen dieses Untersuchungsausschusses. Und deswegen ist es gut, dass es bereits laufend schon Reformen gegeben hat, beispielsweise zum Bundesnachrichtendienstgesetz. Uns haben die Sachverständigen gesagt, bei der Auslandsaufklärung sind die gesetzlichen Grundlagen des BND-Gesetzes nicht ausreichend, und dieses Parlament hat reagiert. Es hat eine BND-Reform vorgelegt mit rechtlichen Grundlagen für die Auslandsaufklärung, mit klaren Regelungen, wer die auch anordnen muss, dass wir demnächst schriftliche Anordnungen haben des BND-Präsidenten, was auch im Kanzleramt bestätigt werden muss. Dann haben wir die Verantwortlichkeiten, die wir immer in Untersuchungsausschüssen ja suchen. Wer hat davon gewusst? Jetzt haben wir dann die schriftliche Bestätigung, ein gutes Gesetz, was sich übrigens in Europa, in anderen Ländern so nicht findet. Ich halte dieses Gesetz für einen Nachrichtendienst vorbildlich auch in der europäischen und internationalen Diskussion. Wir haben festgestellt, dass die parlamentarische Kontrolle verbessert werden muss. Herr Ströble, wir haben ja oft gesagt, wie sieht das aus? Waren Sie nicht so lange im parlamentarischen Kontrollgremium? Hätten Sie das nicht wissen müssen? Aber wenn Sie die Informationen nicht kriegen, können Sie es ja gar nicht wissen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das parlamentarische Kontrollgremium stärken, müssen ihm eigene Kompetenzen zubilligen, auch mit einem Stab von Personen, die kontinuierlich recherchieren können. Und deswegen ist diese Erweiterung des parlamentarischen Kontrollgesetzes so wichtig gewesen, und deswegen eröffnet uns viel bessere Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle. Ein neuer BND-Präsident, den wir haben, der wird auch die Abteilung TA-technische Aufklärung sich genau anschauen müssen, warum es diese Versäumnisse gegeben hat. Aber wir müssen den Bundesnachrichtendienst auch personell und finanziell so aufstellen, dass er seine Arbeit machen kann. Wir sind zwar am Ende dieses Untersuchungsausschusses, aber die Kontrolle muss weitergehen. Und deswegen waren diese Reformen so wichtig. Aber es wird nicht die letzte Reform bleiben. Wenn wir uns in einer digitalen Welt bewegen, und da werden wir auch die Kompetenzen unserer Dienste kontinuierlich ausbauen müssen, dann muss auch die Verantwortung der Kontrolle ausgebaut werden, verändert werden hin zu einer digitalen Welt. Und das sind Aufgaben, die werden uns auch in Zukunft weiter bewegen und weiter zu Diskussionen führen. Ich möchte zum Abschluss danken für die Zusammenarbeit, nämlich die weitestgehende Arbeit, ich wiederhole das, war im Konsens. Und wir haben viele, viele Punkte auch kollegial beschlossen. Deswegen zuerst den Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss für die langen Sitzungen, teilweise bis 24 Uhr, haben wir donnerstags mit Zeugenvernehmungen zusammengesessen. Das war intensive Arbeit, aber die hat uns auch hoffentlich ein bisschen näher zusammengebracht. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und der Abgeordneten, die eine Vielzahl der Akten gelesen haben und teilweise wirklich jede Passage wiedergeben konnten. Der Bundestagsverwaltung, vielen, aber insbesondere dem stenografischen Dienst, der bis in die Nachtsitzungen immer protokolliert hat. Den Vertretern der Bundesregierung, wo wir oft unterschiedliche Interessen hatten. Richtig, da ist ein Geheimhaltungsinteresse, bei uns das grundrechtlich zugesicherte Aufklärungsinteresse. Wir haben es aber zum Beispiel beim Thema Schwärzungen hingekriegt, uns, auch wenn es lange gedauert hat, zu einigen. Und bei der Übergabe an den Bundestagspräsidenten hat er ja darauf hingewiesen, da müssen wir in Zukunft was besser machen, eine Art Clearingstelle, dass das Recht der Untersuchungsausschüsse besser verwirklicht werden kann, dass nicht dieses Thema Schwärzungen uns immer wieder belastet. Last but not least, besonderer Dank dem Sekretariat des Untersuchungsausschusses,
Ausschusses für die viele, viele Arbeit, so einen Bericht zustande zu bringen aus 2400 Akten und vielen Zeugenvernehmungen. Das war wirklich gut. Ich wünsche uns abschließend, dass wir erkennen, dass wir unsere Nachrichtendienste brauchen, dass sie aber sich im Rahmen von Recht und Gesetz, von den Gesetzen, die wir beschlossen haben, bewegen müssen, dass wir sie in einer digitalen Welt mit den richtigen rechtlichen Instrumenten ausstatten müssen, personell und finanziell gut, dass aber dadurch dann das Gleichgewicht von Privatheit und Sicherheit gewahrt werden kann. Wenn dazu dieser Untersuchungsausschuss in fast dreieinhalb Jahren beigetragen hat, dann hat sich der ganze Aufwand und die Arbeit wirklich gelohnt. Ich glaube das und ich danke für die gute Zusammenarbeit. Das Wort hat die Kollegin Martina Renner für die Fraktion.